Hallo, hallo. So, wo ist die Batterie? Hier. Hier. Schlüssel, Handy. Wir haben nämlich eine neue Batterie endlich fürs kleine Pocketbike, liebe Freunde. Und wer Bock drauf hat, der kommt jetzt mit, weil die bauen wir jetzt ein. Wir haben zwar noch Also, kein Werkzeug, aber. das kriegen wir schon irgendwie hin. Na, was meinst du? Klappt das oder klappt das nicht? Naja, erstmal brauchen wir Werkzeug. Ich meine, wir sind hier in einem Autohaus. Insofern, ich glaube schon, dass wir irgendwo Werkzeug herbekommen. Aber ansonsten, ich glaube, das ist kein großer. Wenn das wirklich die richtige Batterie ist, das ist ja das, Das was stimmt, wir ja. rausfinden müssen. Ne? Boah, ja. Nichts passiert. So, also wenn die passt, dann sollte das alles kein großer Glaube Hex. ich auch, ja. Ich habe nämlich Bock, endlich mal mit dem Bike zu fahren. Hast du so geparkt oder wer war das? Nee, die Autos, elektrische Autos parken doch alleine, oder? Sieht doch gut aus. Ja, das ist auch noch ein guter Tipp, wenn man eine Batterie tauschen möchte, wenn man sie rausnimmt, zuerst Minus anmachen, dann Plus. Und wenn man sie reintut, zuerst Plus, dann Minus. Ja? Ja. Okay, erzähl mal, du scheinst jetzt hier ein Batterieprofi. Batteriewechselexperte vom Motorrad zu sein. Ich habe aber so viele Videos angeguckt. Echt? Jawohl. Erzähl mal, also ich habe jetzt zuerst Minus abgemacht. Ja, der war ja schon ab, genau. Genau, Minus und jetzt weil man mache ich quasi die Plus. Batterie rausnimmt, zuerst Minus abmachen und dann Plus. Und wenn man es einbaut, zuerst Plus, weil man quasi was dazufügt und dann Minus. Weil sonst kann es böse enden. Muss nicht, aber kann. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass diese Batterie so viel Power hat, dass es böse endet, aber. Ja. Hallo! Na? So, wir haben Besuch hier. Du willst nur fahren, ne? Also, wir hatten eben die Diskussion oben im Büro. Du sagst, du bist Sponsor von diesem Bike, weil hier dein Name draufsteht. Wo steht da zur Hölle? Da. Da. Tim. Na gut, dann ist es ja quasi deins, ne? Ihr wisst ja, ich hasse Fummelarbeit. Soll ich mal was suchen? Medien Mike ist nämlich Profi auch im Schrauben. Das wissen viele nicht, aber. Mike hat auch schon an vielen Contests, Schrauber-Contests teilgenommen. Da ging es vorrangig auch um Batterien von Minibikes. Ja, klar. Natürlich. Aber wie gesagt, das ist immer das Geilste. Zwei Leute schauen, einer arbeitet. Das ist egal. Willkommen auf der Baustelle. Ja. Wenn wir jetzt nochmal hätten, hätten wir beide ein Glas Bier oder Wein in der Hand. Ja. So. Oh, oh, oh! Da kriegst du nie wieder was rein, Alter. Nein! Einmal geht noch. Zack. Jetzt schauen wir erstmal. Wir haben jetzt die andere Batterie, die haben wir schon wieder verloren. Wie heißt deine? Aber das passt mal. 12 Volt, 4 Ampere. Sieht genauso aus, ne? Und ich habe so Pi mal Daumen abgemessen, ne? Du bist echt? Also Internet kann er. Ja. Google. Aber gut auch, dass wir hier in dem Fleck schrauben, wo gar kein Platz ist. Ja. Wir haben ja nicht hier noch irgendwie massig Platz. Geil, aber dass du es hingekriegt hast, war jetzt auch nicht das größte Experiment. Aber Mike hat auch mehrere Videos geschaut, wie er die Batterie da wieder reinbaut. Aber den Rest kannst du machen. Ich hasse Batterien und Strom. Hast du die schon drin? Ach, ja, die ist jetzt Hä? Drin. Krank. Ich war ungefähr 2 Sekunden weg. Ja. Warte, ich gehe nochmal 2 Sekunden weg. Das ganze Ding in Flammen. So. Einmal Expertenmodus an hier. Ich bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt. Die Stimmung kippt. So, ein paar Minuten später. Mikes filigranen Finger haben es dann doch geschafft. Wir haben mal zur Sicherheit aller die Kamera ausgelassen. Nein, aber tatsächlich, man muss sagen, es ist gar nicht schwer, dieses Bike zusammenzubauen. Wir haben schon beim letzten Mal gesagt, es kommt eigentlich perfekt. Du musst nur den Lenker festschrauben. Du musst hier vorne nur die Scheibe ranmachen. Die haben wir tatsächlich auch nur provisorisch gemacht, weil wir noch gar nicht wissen, ob wir die so lassen oder ob wir was anderes machen. Und dann müssen wir gleich mal, schaut mal hier, wobei, man sieht es gar nicht, also ein bisschen. Aber die Räder sind auf jeden Fall platt und dann haben wir jetzt das Thema mit der Batterie. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es das war. Also die Batterie, wir können euch die mal verlinken, wer dasselbe Bike hat und die Probleme hat. Schaut mal unter dem Video, wir verlinken euch die Batterie. Und ansonsten war es das hoffentlich mit diesem Bike und wir hoffen, dass es jetzt gleich anspringt und dann auch genügend Energie hat. Nichtsdestotrotz für uns natürlich cool, wir haben ein bisschen was wir für euch filmen können. Bist du soweit schon? Also entweder es geht in Flammen auf oder mal schauen. Boah! Siehst auf jeden Fall mächtig stark die neue Batterie. Ist schon lange. Lass mich nochmal probieren hier. Aber das würde mich jetzt schon wieder wundern, weil die riecht auch schon wieder nach Benzin, ne? Ja, aber das ist das normal, denke ich. Aber er hat
Öl, er hat jetzt Benzin, ja. Die Batterie ist getauscht. Ich meine, wer weiß, wie voll die ist. Das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, die natürlich. Die ist vorgeladen tatsächlich. Das, die ist ja, vorgeladen. Ja. Und die ist ja auch angesprungen. Ne? Ja. So, jetzt kommentiert ihr mal, wenn ihr wisst, was das sein könnte. Weil das ist dieses typische Problem von diesen kleinen Pocketbikes. Die aus China kommen. Aber stell mal vor, du zahlst jetzt für 600 Euro so ein Bike, kaufst es deinem Kind zu Weihnachten. Dann hast du erstmal ultra struggle, das Ding anzuschmeißen. Das stimmt. Also weil für den, also ist ja nicht günstig, also für den Preis sollte man vielleicht ein bisschen was erwarten können. Benzin ist genug drin, oder? Ja, ja. Öl hat er auch. Was kann das sein? Zündkerze vielleicht, der wie nass geworden ist? Boah, wir haben das schon mal getestet, ne? Vom letzten Mal. Ich meine, die sitzt ja direkt hier vorne. Wir können es eigentlich nochmal anschauen, aber... Also, Freunde, lasst euch nicht nervös machen. Mich macht sowas immer nervös. Ich will nämlich, wenn man so geiles Spielzeug hat und man so geile Pläne damit hat, dann will man doch auch was machen damit, oder? Sehe ich auch so, ja. Du bist auch heiß zu fahren, ne? Ja. Ich weiß das. Mike hat nämlich, ihr habt ja die Bilder auch gesehen von dem Bike, Mike hat so richtig Bock gekriegt auf Motorräder, zumal zum Fotografieren und zum Filmen und wahrscheinlich auch mal zum Fahren, ne? Ich habe zwar keinen Führerschein, aber so auf Privatgelände kann man das schon machen. Ja. Ja. So, was tun? Ich guck mal ganz kurz, wie viel ich da so sehe, wie ich die abziehe. Ja. Warte, da müsste der Schlüssel mit weiß rein für die Zündkerze. Also ich bin kein Motorradprofi, also, aber es könnte vielleicht echt sein, dass, weil ich starten möchte sie ja. Brauchst du meine filigranen Finger wieder? Boah, also ich habe so einen ganz kleinen Blickwinkel hier durch. Jetzt brauche ich deine unmenschliche Kraft, Mike. Du hast auch angefangen wieder mit Sport, also von daher. Wobei, die ja eigentlich zündet, ne? Also ja, aber jetzt ja nicht mehr wirklich. Du hast ja halt den Anlasser. Zündung geht, aber ja. Ich würde sagen, dass da kein Zündfunk momentan kommt. Freunde. Never ending story. Also. Versuch Nummer 2. Ich will doch endlich nur fahren, Mann. Machen wir das in einem neuen Video oder? Dann machen wir eine schöne kleine Love Story zwischen uns und diesem Bike. Eine Hassliebe, würde ich sagen. Und ich wette, wir gewinnen das Ding am Ende, weil irgendwann kriegen wir es zum Laufen. Aber wahrscheinlich, tatsächlich, ich komme halt gar nicht so richtig an die Zündkerze dran. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir tatsächlich das ganze Dekor einmal oder die ganze Verkleidung hier vorne einmal rausnehmen. Ja, ich glaube, das Stück kannst du halt einmal rausnehmen. Ja, ja. Aber. Das machen wir in einem anderen Video. Wollen wir das machen? Dann weiß, wisst ihr was? Das Video heißt jetzt Neue Batterie fürs Pocketbike. Fährt sie endlich. Steht auf dem Thumbnail. Und dann schauen wir mal. Ihr wisst, wenn ihr Bock habt, weitere Videos hier mit dem Pocketbike zu sehen. Also wir kümmern uns wirklich darum, dass wir endlich damit fahren können. Denn ich habe es ja im letzten Video auch schon erzählt mit dem Bike. Wir machen am Ende eine kleine Challenge mit David. Und dann werden wir wahrscheinlich dieses Bike auch nachher, wenn es fertig gebaut ist, verlosen an euch. Und dafür, wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ihr verpasst keine Videos mehr mit dem Bike, mit der Challenge mit David und vor allem das Gewinnspiel nicht. Das werde ich auf Instagram und natürlich auch auf YouTube machen. Wann, weiß ich noch nicht genau. Seid mir nicht zu böse, wenn es nicht mehr dieses Jahr wird, aber ein bisschen fahren wollen wir mit dem Ding ja auch selber. Erstmal müssen wir es in Gang kriegen. Zündkerze ist das nächste Thema. Heute haben wir eine neue Batterie bestellt. Die verlinke ich euch unter dem Video. Die alte ist hier. Ging tatsächlich auch richtig schnell. Also die ist, wir haben die, glaube ich, Montag bestellt. Dieses Video drehen wir jetzt, heute ist Donnerstag, also ist heute Morgen gekommen, alles cool. 11 Euro, 13 Euro, irgendwie sowas haben wir bezahlt. Ne? 11 oder 13, irgendwie sowas, also sehr, sehr also günstig. Super entspannt. Ja. Und, was frech war, 7,50 Euro Batteriepfand. Ja. Oder 6,50 Euro. Also mal gucken, ob wir hier für unsere Dongjin Asia Batterie noch irgendwie was kriegen. Aber nichtsdestotrotz, also die Batterie könnt ihr kaufen, wenn ihr das Bike habt oder ein Pocketbike und ähnliche Probleme. Schreibt mal, ob ihr tatsächlich sowas kennt. Und wenn ihr wisst, woran es liegt, dann schaue ich mir auf jeden Fall die Kommentare unter diesem Video an. Vielleicht müssen wir dann ja gar nicht die Zündkerze da ausbauen. Aber nichtsdestotrotz finde ich eigentlich ganz geil, Mike, wenn wir beide, ich meine, ich bin ja früher gefahren, aber ich habe nie geschraubt. Und du hast genauso wenig Ahnung. Ja. Wahrscheinlich noch weniger. Ja, außer deine YouTube-Videos, damit bist du ganz weit vorne. Ja. Finde ich übrigens geil, wenn man so ein YouTube-Video guckt und dann weiß, danach weiß, was man machen muss. Mein Batteriewechsel ist jetzt das eine. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man an so einem kleinen Bike so ein bisschen übt. Ja, so ein kleines Projekt. Denn, ne? Wahrscheinlich gibt es auch bald ein neues Bike. Das Video habt ihr ja schon gesehen. Wir waren ja bei Bergmann und Söhne und ich will nicht zu viel versprechen, aber irgendwas wird da auf jeden Fall passieren. Also, wir machen uns an die Zündkerze, das aber im nächsten Video. Insofern hoffe ich, euch hat es gefallen. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Just gonna get my next single.